Hallo Leute, in der heutigen Folge geht es wieder um Fragen und Antworten. Unter anderem Dissereien von der Konkurrenz, Antisympathie zu einer großen Südtiroler Band und störte Priester live. Wie schaut's aus? Gleich mehr dazu. Erste allgemeine Frage: Wie steht ihr zu der Disserei von anderen Bands? Ja, ich denke mal, dass die Leute, die sich öffentlich immer das Maul über uns zerreißen, vielleicht mit sich selber unzufrieden sind oder mit der eigenen Leistung und sich da irgendwie profilieren müssen. Ich denke mir selber auch ab und zu meinen Teil, wenn ich andere Deutschrock-Bands mir anhöre oder so diverse Videos mir anschaue. Aber ich habe das nicht nötig, mich da öffentlich zu äußern, weil das auch eine Frage von Respekt ist. Aber der Respekt fehlt einfach vielen Musikern in der Deutschrock-Szene. Ja. Ich bin der Meinung, jeder sollte sich einfach so entfalten, wie er will, kreativ, egal ob er Podcasts macht, Songs rausbringt, Videos rausbringt, ist eben seine eigene Entscheidung, aber ich habe da keinen Bock, mich dazu zu äußern oder mich mit irgendjemand anzulegen, weil ich brauche meine Energie, um kreativ zu sein für weitere Songs. Jetzt eine komische Frage, und zwar, die wurde mir jetzt auch schon ein paar Mal gestellt, ob wir oder ich ein Problem mit der Südtiroler Band Freiwild haben. Da kann ich ganz klar sagen, nein, da gibt es kein Problem, keine Antisympathie, gar nichts. Freiwild ist sehr erfolgreich, meiner Meinung nach auch verdient. Ich bin jetzt kein hundertprozentiger Fan, weil ich habe meine eigene Band, da wo ich schauen muss, dass was vorwärts geht. Aber ja, passt. Alles im Grün. Oh, die Fragen aller Fragen, die meisten von euch beschäftigen. Wie schaut's bei Störte Priester mit live aus? Und ich kriege auch immer viele Fragen, wann spielt ihr in dieser oder jener Stadt, da wo ihr halt wohnt? Und wie schaut das allgemein aus? Ja, ich habe da jetzt lang mit mir gehadert, weil es eine sehr schwierige Frage ist. Vor allem auch schwierig, die ehrlich zu beantworten, aber ich will ehrlich zu euch sein. Und ich muss euch sagen, dass ich momentan die Nase voll habe vom Live-Spielen. Einfach aus dem Grund, da man von den meisten Veranstaltern einfach verarscht wird und ich keinen Bock habe, dass ich noch Geld mitbringe, dass ich irgendwo auftreten darf. Ist auch Betrug am Fan, denn viele Fans gehen zu Veranstaltungen hin, zahlen gutes Geld für die Karte, aber das Geld kommt beim Künstler nicht an, weil sich das die Veranstalter schön unter den Nagel reißen und an die Künstler nicht weitergeben. Ja, der Frosch beschwert sich auch schon. Ja, und Bandraummiete, Instrumente und so weiter, das brauche ich euch ja nicht erzählen, was das alles kostet. Die Kosten bleiben offen und im Endeffekt ist das dann ein Draufzahlgeschäft und da habe ich jetzt in nächster Zeit einfach erstmal keine Lust und brauche da jetzt mal eine kreative Pause von live und werde weiter an einer neuen CD arbeiten. Das schaut bis jetzt sehr gut aus. Wir haben jetzt auch einen Fanclub gegründet, beziehungsweise zwei engagierte Fans, die Jacqueline und der Tommy. Schönen Gruß an der Stelle. Die machen das recht gut. Und vielleicht wird es in dem Rahmen, wenn wir da jetzt mal so ein bisschen da was zusammen haben, vielleicht so kleinere Gigs in dem Kreis da stattfinden. Ich lasse das mal auf mich zukommen, bin jetzt sehr zuversichtlich mit neuen Videos und mit dem neuen Album. Ja, und das war's von mir heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.